Ich will, dass Sie das mit allen bekannten Orten abgleichen und die Karte aktualisieren. Und holen Sie dann von den Einsatzteams aktuelle Berichte ein. Jawohl, Sir. Commander Shepard, wir haben Sie erwartet. Moment bitte. Und Hadley, stellen Sie uns die Leviathan-Daten zusammen. Verzeihen Sie, Commander. Der Rest meines Teams verfolgt gerade diverse Spuren. Ich bin Dr. Garrett Bryson. Und das hier ist die Einsatztruppe Aurora. Wie lautet Ihr Auftrag? Wir untersuchen Legenden, Gerüchte, alte Geschichten über die Reaper, noch bevor irgendjemand von ihnen wusste. Ich hätte Ihre Hilfe vor 3 Jahren brauchen können. Ja, hätte man auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört, wären wir jetzt vielleicht nicht im Krieg. Aber jetzt, mit unseren neuen Informationen, nähern wir uns einem Durchbruch. Hadley, haben Sie die Daten? Nein. Hier ist Commander Shepard. Ich brauche C-Sicherheit. Sofort! Sie sollten nicht hier sein. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Laut Transitdaten lautet sein Name Derek Hadley. Er hat einige Monate hier gearbeitet. Shepard, ich habe einen C-Sicherheit-Alarm von hier registriert. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Aber ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen, Edie. Gehen Sie die Unterlagen durch. Ich muss wissen, was diese Einsatztruppe vorhatte. Sofort. Was? Ich? Was ist hier los? Sagen Sie es mir. Ich stellte Daten zusammen, als Sie kamen. Und dann, es war dunkel, kalt, als wäre ich woanders. Und dann? Ich weiß nicht, eine Waffe in meiner Hand. Dr. Bryson, es gab ein lautes Geräusch. Sie haben ihn erschossen. Nein, hab ich nicht. Ich war's nicht. Sie müssen mir glauben. Also hat jemand anderes abgedrückt? Aber ich würde das niemals tun. Commander, das erinnert an Berichte von Indoktrination. Indoktrination? Ich? Was ist mit diesem Leviathan, den Bryson erwähnte? Wie passt das ins Bild? Das ist eine Art Kreatur. Unsere Einsatzteams waren ihm auf der Spur. Das Artefakt kam von unserem Forscher, Garneau. Zusammen mit einem Audiolog, falls Sie... Ah! Was ist los? Zurück! Wovon reden Sie? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Verdammt! Bringen Sie ihn in die Klinik. Vielleicht können die uns sagen, was mit ihm los ist. Jawohl, Sir! Commander, das sollten Sie sich ansehen. Eine Nachricht von Dr. Bryson an Admiral Hackett. Dr. Bryson, gibt's Neuigkeiten? Admiral, der Leviathan von Dis, den wir untersucht haben. Wir sind da wohl auf was gestoßen. Kurzfassung, bitte. Vor 20 Jahren entdeckten die Batarianer einen Reaper, der in der Schlacht gefallen war. Sie vertuschten das Ganze und leugneten seine Existenz. Aber mich fasziniert die Schlussfolgerung daraus. Was hätte diesen Reaper überhaupt töten können? Genau, das ist der echte Leviathan. Das könnte sich lohnen. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden. Es gibt noch eine Nachricht, ein paar Wochen später. Admiral, die Reaper sind hinter meinen Einsatzteams her, als würden sie Leviathan selbst jagen. Was es auch ist, ich halte Leviathan für einen veritablen Reaper-Killer, quasi den Spitzenprädator. Und das macht sie nervös. Wenn wir ihn fänden, würde das den Krieg verändern. Ich ersuche offiziell um Unterstützung bei der Suche. Bekommen Sie. Die Sache hat oberste Priorität, Doktor. Finden Sie das Ding. Anscheinend waren wir diese Unterstützung. Alles, was einen Reaper töten kann, würde jede Menge Kollateralschäden anrichten. Aber angesichts des Konflikts halte ich das Sprichwort "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" durchaus für relevant. Aber das erfahren wir nur, wenn wir ihn finden. Brysons Assistent sagte, sie hätten kürzlich ein Log von ihrem Forscher erhalten.
Vielleicht erfahren wir dadurch mehr. Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Garneau. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das Einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Garneau scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Dann konzentrieren wir uns auf das, was er sagt. Er wollte Leviathans Weg extrapolieren. Und er wollte rechnen. Es war kein Blindflug. Er hatte Daten. Jede Menge Daten sogar, wenn man sich dieses Büro ansieht. Also, wie schränken wir es ein? Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Garneau. Sagt uns das hier, wohin Garneau gegangen ist? Nein, aber vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Garneau folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Verbrechen mit Blackout. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Ist das proteanisch? Ja. Dr. Bryson und Liara hätten bestimmt viel Gesprächsstoff gehabt. Können Sie einen Suchfilter mit Orten hinzufügen, wo es proteanische Ruinen oder Artefakte gibt? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Proteanische Artefakte. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Verbrechen mit Blackout. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Seines Herzens. Was bedeutet das? Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf. Die Sovereign. Hoffentlich ist das Ding abgeschirmt. Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt,
Was ist näher als die Familie? Interessante Hypothese, aber ich entdecke keine Hinweise auf den Codeschlüssel in dieser Kunst. 7. März 2186. Ich untersuche die Rachni. Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet? Was denken Sie, Edie? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wenn wir Daten über die früheren Bewegungen von Rachni-Schiffen finden, grenzt das unsere Suche vielleicht ein. Das scheinen Sichtungen von Schiffen zu sein, die zu Rachni-Signaturen passen. Können Sie das mit den Orten der Sichtungen vergleichen? Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Rachni-Aktivität. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen. Meteoritenprobe mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es. Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Füge jetzt hinzu. Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Die Fotos weisen chemische Rückstände auf. Vielleicht sieht man unter einer anderen Lichtquelle etwas. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garnot könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edie, können Sie einen Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Wird gerade erledigt. Alien-Sichtungen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Noch ein Kunstwerk aus Anne Brysons Kindheit. Moment mal. Sieh sich das einer an. Ich kann aus diesen Zahlen einen Codeschlüssel erstellen. Okay, dann zurück zu dem Datenpad, das wir vorhin gefunden haben. Entschlüsselung abgeschlossen. Analysiere Daten. Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Und ich wette, damit hat Garnot gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Natürlich. Reaper-Aktivität? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. V
Verbrechen mit Blackout. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Element Zero vorkommen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Rachni-Aktivität. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Verbrechen mit Blackout. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Alien-Sichtungen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Proteanische Artefakte. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Einsatztruppe Aurora wie angeordnet wegen des abgefangenen batterianischen Funkverkehrs über den Leviathan von Dis frei. Commander, das Schlachtschiff ist unter Kontrolle, aber die Salarianer könnten Überwachungsaufnahmen haben. Unser Botschafter wird die Sache komplett leugnen. Geben Sie mir Ihre ersten Analyseergebnisse. Mehrere Millionen Jahre alt mindestens. Und die Technologie stellt alles in den Schatten, was im Rat sitzt. Ausgezeichnet. Unsere Wissenschaftler werden Tag und Nacht arbeiten, um seine Geheimnisse für die Hegemonie nutzbar zu machen. Eine Sache nur, Commander. Von dem echten Leviathan von Dis, dem Ding, das dieses Schiff vernichtet hat, fehlt immer noch jede Spur. Unwichtig. Das Schiff hat Priorität. Und was den Rest der Galaxie betrifft, es gibt keinen Leviathan von Dis. Hat es nie gegeben. Laut den Suchergebnissen muss Garneau in einem dieser fünf Systeme sein. Ich habe mögliche Orte in der Karte der Normandy markiert. Wir können gehen oder die Suche weiter eingrenzen, wenn Sie wollen. Reaper-Aktivität?
3 Möglichkeiten. Element Zero vorkommen. Übereinstimmung. Markiere die Galaxiekarte. Gut. Besuchen wir Gano. Ich habe etwas gefunden. Wir haben Gano geortet. Wir sind etwa 5 Minuten entfernt, Commander. Was genau ist auf diesem Asteroiden? Minenanlage. TGES Mineral Works. Eher klein. Könnte ein gutes Versteck für Leviathan sein. Wir haben alle Edis Notizen über Brysons Labor gelesen. Fragen? Ist inzwischen bekannt, was dieser Leviathan genau ist? Nicht wirklich. Nur, dass er einen Reaper getötet hat. Aber unser Ziel hier ist Gano, oder? Brysons Forschungspartner. Genau. Wenn wir Gano finden, haben wir auch Leviathan. Bueno. Der Doktor hatte recht. Was mächtig genug ist, um einen Reaper zu töten, muss untersucht werden. Hoffentlich hat Gano die Antworten, die wir brauchen. Ich bekomme Reaper-Signaturen aus dem Asteroidenfeld rein. Bryson hat gesagt, dass sie seine Teams beschatten. Wenn sie Leviathan auch wollen, sind Reaper ein gutes Zeichen. Sowas hört man auch nicht jeden Tag. Bringen Sie uns rein. Bleiben Sie vor Ort, Cortez. Wir klären das und kommen gleich. Informieren Sie mich über die Reaper-Lage. Jawohl, Commander. Spähtrupp. Und er hat anscheinend Freunde mitgebracht. Yeah.
bevor die echten Truppen eintreffen. Ich frage mich, wie die Leute hier mit sowas zurechtkommen. Was soll dieser normale Alltagsbetrieb? Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Reaper-Truppen haben gerade ihren Vordereingang angegriffen. Sind sie noch da? Ich habe mich darum gekümmert. Verstehe. Das wäre dann alles. Das wäre dann... Hallo? Ja. Willkommen bei TGES Mineral Works. Wie können wir Ihnen helfen? Ja, tragen Sie sich bitte für die Tour ein. Sie sind nicht besorgt wegen der Reaper. Wissen Sie etwas, das ich nicht weiß? TGES Mineral Works ist ein Wolfram-Lieferant kleiner bis mittlerer Größe für die Galaxie. Das habe ich nicht gemeint. Sind Sie vertraut mit den Anwendungen von Wolfram? Ich suche einen Forscher namens Dr. Garneau. Er ist in den letzten Wochen angekommen. Wenn er noch da ist, muss ich mit ihm sprechen. Wir haben keinen Dr. Garneau. Benötigen Sie einen Arzt? Ich könnte reingehen und mich umsehen. Nein, der Eingangsfahrstuhl ist kaputt. Und jetzt sind wir fertig. Schönen Tag. Gehen Sie. Sie gehören nicht hierher. Hier stimmt etwas nicht, Commander. Okay. Sehen wir uns um. Vorsichtig. Er lebte in den Schächten. Wo ist er? Sie dürfen gar nicht hier sein. Ich rufe die Sicherheitsleute. TGES Mineral Works. Stolzer Wolfram-Lieferant seit 2162. Es wird immer seltsamer. Dieser Fahrstuhl muss in Ordnung gebracht werden. Reparaturterminal aktiviert. Ich lasse den Fahrstuhl von der Drohne reparieren, aber wir müssen bei ihr bleiben. Das Sicherheitslog des Fahrstuhls sagt, dass Garneau hier letzte Woche durchgekommen ist. Warum lügen Sie uns deshalb an? Keine Ahnung. Hoffentlich müssen wir nicht allzu weit suchen.
Bilde ich mir das ein? Oder betreiben diese Leute gar keinen Bergbau? Die turianische Schmerzgrenze vor der Psychose ist zu hoch. Und wenn man die Schmerzstimuli schneller verabreicht? Interessant. Das sollten wir näher untersuchen. Willkommen im Mineralienlabor. Unsere Forscher sind immer konzentriert bei der Arbeit. Sowas habe ich nicht. Zugang verweigert. Zurück. Sie sollten gar nicht hier sein. Wenn die komplette globale Aushungerung 60 Tage dauert, wäre das großzügig gerechnet. Absolut. Aber das sagen die Daten. Hierher. Ja, das kommt mir auch so vor. TGES Mineral Works hat den Blick immer in die Zukunft gerichtet. Modernste Forschung treibt uns voran. Sehen Sie doch die Karte. Zugang gesperrt. Aktive Patientennummer erforderlich. Sowas habe ich nicht. Zugang verweigert. Sie sollten nicht hier sein. Personalkennung. Gehen Sie zurück, Commander. Zugang gesperrt. Aktive Patientennummer erforderlich. Sowas habe ich nicht. Zugang verweigert. System ist offline. Nachricht wurde nicht gesendet. Bryson, hier Gano. Ich musste untertauchen und Sie müssen mich rausholen. Ich habe hier noch so ein Artefakt gefunden. Sie sind wichtiger, als wir dachten. Es ist in den Minen. Hier der Navipunkt. Dort werde ich sein. Wenn etwas passiert, ich hänge einen Code an, den ich gehackt habe. Er öffnet jedes Sicherheitsterminal. Bryson, etwas läuft hier völlig falsch. Beeilen Sie sich. Er ist also noch da. Haben wir den gehackten Code? Ja, wir müssen nur zum Sicherheitsterminal und ihn eingeben. Zurück. Sie sollten gar nicht hier sein. Geben Sie Ganos Terminal-Hack ein. Mal sehen, was rauskommt. Zugriff gewährt. Ein Schiff hat ihn vor einer Woche abgesetzt. Er hatte wohl vollen Zugriff und ist dann aus irgendeinem Grund untergetaucht. Mm-hmm.
unbekannter Mann war an Auseinandersetzung in den Minen beteiligt. Garneau war unterwegs in die Minen. Er wurde wohl auf die Krankenstation gebracht. Sie sind im Mineralienlabor. Niedrige Sicherheitsstufe. Freier Zugang. Zur Krankenstation hat nur autorisiertes Personal mit aktiven Patientennummern Zugang. Ich habe die Nummer. Dann holen wir Garneau. Nummer 7364. Zugang gewährt. Ist das Garneau? Wenn er es ist, war der lange Weg umsonst. Wenn Sie Garneau suchen, dann haben Sie ihn gefunden. Ich bin Dr. Garneau. Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Sind Sie in Ordnung? Ja, aber ich bin hier gefangen. Was hat sich hier abgespielt? Ich ging meiner Forschung nach. Bis zu dem Vorfall. Sie wurden angegriffen. Stimmt. Aber außer meiner Gefangenschaft geht es mir gut. Brysons Forschung führt mich zu Ihnen. Bryson schickt Sie? Er ist tot, Doktor. Getötet von seinem Assistenten. Verstehe. Sie müssen mir alles sagen, was Sie über Leviathan herausgefunden haben. Bryson glaubte, er habe einen Reaper getötet. Das ist ein Mythos. Eine Sackgasse. Aber was ist mit dem Artefakt, das Sie in Ihrer Nachricht erwähnten? Habe ich? Nein. Doch, Doktor, haben Sie. Aber jetzt greifen Reaper-Streitkräfte an. Ich hole Sie raus. Wir nehmen das Artefakt und verschwinden. Reaper? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Die Dunkelheit? Weshalb die Verfolgung? Doktor? Lassen Sie das Artefakt in Ruhe. Mein Besitz bleibt hier. Glaube nicht, dass wir mit Garneau sprechen. Sie haben einen Reaper getötet. Ich brauche Ihre Hilfe.
Jemand hat die Energie gekappt. Jetzt ist er weg. Verschwinden Sie! Warten Sie! Wir müssen vor ihm bei dem Artefakt sein. Er sagte, es sei in den Minen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Aus Ganos Notizen haben wir einen Navipunkt für das Artefakt. Die Karte zeigt eine Wartungstür an der nächsten Bahnstation an. Anscheinend wollen wir nicht als Einzige dorthin. Natürlich nicht. Wo immer wir sind, beträgt die Chance auf Reaper besetzen 80%. Weg. Okay, suchen wir das Artefakt. Was zum Teufel war das? Die Energieversorgung der Tür wurde wohl unterbrochen. Das sind die Problemstellen. Die Drohne kann das reparieren. Wir müssen sie eskortieren. Die Drohne läuft auf Reserveenergie und wird's nicht lange machen. Dann sollten wir uns beeilen. Thank you.
noch eine! Wir müssen noch ein bisschen durchhalten! Verstanden! Zurück jetzt! Die Tür müsste online sein! Ah, oh, Scheiße! Wir haben eine Banshee! Heilige Scheiße. Commander, sehen Sie sich das an. Was haben Sie? Das war nicht Garnon, sondern das. Sieht aus, als wäre er schon eine Weile tot. Leviathan kann also Bryson töten lassen, diese Kolonie übernehmen und alle als Marionetten benutzen. Noch irgendwas Brauchbares? Verschlüsselte Daten und ein persönliches Log mit 8 verpassten Anrufen von einer Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin Commander Shepard. Alles in Ordnung? Ich glaube schon. Ich fühle mich komisch, aber in Ordnung. Können Sie mir irgendwas darüber sagen, was hier passiert ist? Nicht wirklich. Ich erinnere mich, es war kalt. Ich erinnere mich an das Gefühl. Kalt und dunkel. Wenn dunkel ein Gefühl ist, habe ich genau das gespürt. Erkennen Sie diesen Mann? Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Jemand hier hat ihn getötet. Jemand hier? Wie ist das möglich? Es tut mir so leid. Dieses Artefakt, wissen Sie, woher es kam? Es kam aus der Mine. Genau. Die Zentrale sollte jemanden schicken. Und an mehr kann ich mich kaum erinnern. Cortez, wie ist die Lage? Können Sie das Shuttle herbringen? Positiv. Sehr seltsam. Vor ein paar Minuten sind die Reaper-Streitkräfte einfach abgezogen. Reaper? Was ist ein Reaper? Welches Jahr haben wir Ihrer Meinung nach? 2176. 2176 war vor 10 Jahren. Was?
Arrangieren Sie für diese Leute eine Evakuierung in vorübergehende Quarantäne. Wenn diese Leute so lange nichts mitgekriegt haben, wird das ein ziemlicher Schock. Dieser Leviathan kann also Reaper töten und Leute indoktrinieren, was? Glauben Sie, er ist in Wahrheit ein Reaper? Wenn er ein Reaper ist, will ich wissen, was er vorhat. Wie lange ist er schon da draußen? Und noch wichtiger, warum? Edi, haben Garnos Notizen etwas ergeben? Ja. Garno hat wohl einen Weg gefunden, die Gedankenkontrolle durch das Artefakt zu blockieren. Das Artefakt scheint der Schlüssel zu sein. Sieht so aus. Wenn ich wieder in Brysons Büro gehe, sind Sie dabei. Jawohl, Commander. Ich will wissen, was zum Teufel diese Artefakte wirklich sind und was sie können. Was auch immer. Sie sind jedenfalls viel zu gefährlich. Und eines davon liegt direkt hier, mitten auf der Citadel.